Podcast Uphill unterm Regenbogen. Uhu. Das erste Mal so kühl am Morgen, dass du dich richtig freust, wenn die Sonne kommt. Uphill mit Jacke gab es auch noch nie auf dieser Tour. Nee. 16 Grad hat es angeblich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber jetzt wird's schon. Sonne kommt, Berg wird steiler, alles gut. Da wird es ein bisschen finster. Na ja. Schön holprig für ein paar Trassenradweg. Auf der Straße werden wir schneller. So ist irgendwie lustig. Und es gibt Windschutz durch die Bäume. Schnell wird aus einer Bahntrasse ein Singletrack. Oh oh, ich sehe den nächsten Tunnel. Schwarzes Loch. Da geht. Erster Blick in die Gorge du Tarn. Natürlich auf einem geilen Singletrack. Das Bergerl heißt Roc de Capluc. Das ist irgendwo oberhalb von La Rosier. Die Aussicht ist schon mal gut. Uhu. Ich glaube, da oben will ich rauf. Das ist aber eine flache Treppe. Zwei Hände und zwei Füße am Fett. So ist recht. Für einen Wanderweg ist es jetzt ganz schön spannend. Klettern wir mal rauf. Frankreich gefällt mir. Ungefähr 5 Leitern später und ich bin quasi am Gipfel. Aber es könnte mal jemand den Wind abstellen. Immer schön die Haare festhalten. Hier machen wir den Surfer. Den Orkansurfer an der Tarn. Juhu. Guten Morgen in der Gorge du Tarn. Guten Morgen. Schönes Wetter. Kein Gegenwind. Bisher noch kein Verkehr. Wir hoffen mal, dass wir vor den ganzen Wohnwägen durchkommen. Am Samstag. Naja, so früh stehen die Franzosen nicht auf. Es sind nur 60 Kilometer, 70 vielleicht. Ich glaube, das passt. Na dann, Kettle, Tempohärte. 60 Kilometer Tempohärte, bitte. Wuhu! Schon sehr hübsch hier. Gorge du Tarn. Jetzt wird's eng. Uh.
Fahren hat gerade einen Knick nach rechts gemacht, 90 Grad. Jetzt fahren wir wenigstens wieder Richtung Olymp. Ein besseres Gefühl. Da vorne ist er irgendwo. Ich kann ihn quasi schon sehen. Nur noch 5000, Claudia. Ist allerdings so schön wie hier ist. Lustige Felsen haben es schon. Pour moi. Merci. Thank you. Tja, irgendwie haben wir uns in den Kopf gesetzt, in jedem Dorf, was in der Schlucht kommt, einen Kaffee zu trinken. Es sind doch mehr, als ich gedacht habe. Koffein Overkill. Ich glaube, es ist der vierte heute. Na dann. Oh mein, ist halt der Teerstraße, aber die Tarnschlucht. Die Tarnschlucht muss man schon mal gefahren sein. Gell, Kettle? Ja. Der Meinung bist du auch? Bin ich auch, ja. Du musst ja nicht im Single Trail im Wald verstecken hier, wenn es auf dem Straßal so schön ist. Ja, und es sind echt wenig Autos da. Es ist quasi niemand unterwegs, außer ein paar Kanutransporter. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, das weiß ich nicht. Da drüben ist erstmal eine Schiebestrecke. Ja. Mann. Aber auf der Straße waren jetzt um Mittag rum zu viele Autos. Wie soll ich mein Fahrrad da hochkriegen? Ja, ja. Kein Tag ohne Schieberei. Machst du doch Absicht. Auf der Straße durch die Schlucht kann ja jeder. Jetzt schieben, schieben. Ja, ich komme da nicht hoch. Ja, Gewalt. Ja, ja, ja. Sodala. Schiebung beendet. Piste auf der anderen Uferseite erreicht. Sodala. Wieder auf der Suche nach einem Campingplatz. Vielleicht nicht direkt hier, weil rechts von uns ist nämlich ein offizieller Campingplatz. Das Baguette verfängt sich nicht. Ah. Aha. So. Offizieller Campingplatz vorbei. Wildnis. Nächster Weg. Check. Genau hier. Haben wir uns doch für die geschützte Variante zwischen den Bäumen entschieden. Es geht nämlich ein ganz schöner Wind. Claudia, du brauchst einen Besen. Ich finde ja, wir könnten das hier reusen. Vielleicht passt du da rein. Das ist voll der coole Shelter. Naja. Selbst für dich zu klein. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier oben ist der Tarn ja auch ganz schön. Mhm. Aber dass ich beim Abhill eine Jacke anhabe, das verstehe ich nicht.
wenn eiskalt der Wind hier aus dem Norden. Ich bin da besser ausgestattet. Ich möchte meine Hitzewelle zurück, danke. Gut gefrühstückt im Pont du Mont Vert am Tarn. Und jetzt verlassen wir mal den Fluss und radeln rauf in Richtung höchste Berge der Cevennen. Das heißt nicht viel, die sind dann so 1600 maximal und sind alles windige, grüne, kahle Buckel. Aber vielleicht gibt es drüben einen Single Trail, der uns ein bisschen in die richtige Richtung weiterbringt. Schon mal gucken. Wird die Teerstraße hier auf? Sind wir oben? Ich glaube, hier ist der Koll. Was? Ich glaube, hier ist der Koll. Ich glaube, du täuschst dich. Oder du hast recht. Keine Ahnung. Jedenfalls muss Luft aus dem Reifen. Du denkst, du gehst da mal radeln. Stattdessen gibt es Powernap. Bären gesammelt. Ja, Nachspeise. Oh, oh. Nachtisch. Hm. Schlecht sind sie nicht. Direkt neben dem Knieschoner wächst die Monsterbeere. Vergleich, Vergleich. Naja, nicht so schlecht. Wo hast du die her? Ja. Oh, oh, das sind ja 50. Ha! Single Trail gefunden. Und nur noch was taugen. Ich glaube, es geht wieder bergauf. Da wirst du weinen. 10 Höhenmeter. Vielleicht 15. Sind wir da? Uhu. Ist schon der Lavendel hier. Oder irgendein anderes lila Kraut. Jedenfalls hübsch. Und Lavendel, sagst Biologin? Heidekraut. Heidekraut. Also bitte Heidekraut. Egal, schön. Wir fahren jetzt gleich die nächste Schlucht runter. Chassezac. Uhu. Kann man leider sein Zelt nicht hinstellen. Claudia! Ja eben, das Häuschen steht schon. Und der Swimmingpool ist gleich hier. Oder vielleicht hier. Mit Wasserfall. Ich möchte eine Faust. Chassezac-Faust. So muss ein Tag in Südfrankreich aufhören, oder? Eine Badegumpe im Chassezac. Nach einem tollen Trail und 2,5 tollen Schluchten. Kriege ich jetzt einen Nachtisch? Mhm. Ich hätte gerne ein Mousse au Chocolat
und dann noch einen Kakao. Sollte zu machen sein. Sehr gut. Na dann. Bis morgen. Wo ist die Morgentoilette? Das mit den Haaren geht ja gar nicht. Schneide ich raus. Guten Morgen. Ich glaube, die machen hier ein bisschen Energie aus dem Chassisack. Ist trotzdem ein schöner Fluss. Ich glaube, es sind noch 30 Kilometer Chassisack und dann kommt irgendwann die Ardèche. Eine Schlucht ist schöner wie die nächste, ich sag's dir. Kettle hätte gerne einen Badestopp am Chassisack. Da bin ich dabei. Können wir jetzt mal weiterfahren, Claudia? Ja. Es ist so lächerlich schön hier überall, da kommst du einfach nicht voran. Nächste Badepause vermutlich in einer halben Stunde oder so. Je näher man der Ardèche kommt, desto schlimmer wird der Verkehr auf den Straßen. Dann machen wir doch lieber hier diese Alternative. Oh. Auch wenn es geringfügig länger dauert. Ist ja quasi Mountainbiken hier. Hätte ich gar nicht erwartet für heute. Aber schön. Ein schöner Wald hier. Mehr so eine Art mediterraner Dschungel. Jetzt haben sie einen netten Radweg hier an der Ardèche. Die Straßen wären kein Vergnügen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute auf einmal herkommen. Ja, ist ja fast wie im Mittelmeer. Ein Kilometer Hauptstraße, das muss aber dann auch reichen. Kruzifix. Fußgängerstau auf der Ardèche. Pardon. Monsieur Dam, pardon. Merci. Warum wart's bis nach 8 Uhr? Schon ist nichts mehr los auf der Ardèche-Straße. Ich finde, das Schwimmwestenradeln ist nicht sehr angesagt. Nee, es ist total warm. Ein optisch ist auch nicht so der Hit. Aber irgendwie brauchen wir die für morgen, deswegen mussten wir sie heute schon mitnehmen. Na dann. Bei den Olivenbäumen runter, hat er gesagt, der Kajakchef. Da unten liegen sie ja schon zur freien Auswahl. Vielleicht können wir in einem schlafen. Ja, da liegt alles rum. Grüne Paddel, gelb-rote Boote. Wir könnten eigentlich heute Nacht schon lospaddeln. Na, jetzt suchen wir uns lieber einen Schlafplatz. Schauen, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwo hier habe ich im Satellitenbild gedacht, man könnte zelten. Ah ja. Schaut gar nicht so schlecht aus. Unglaublich, wie das der Kabel ist. Aber hier ist es nicht ganz eben. Du musst doch ein bisschen dran arbeiten. Hast du eine Schaufel dabei?
Die Plätze werden immer besser. Vielleicht könnte man da was draus machen. Mega, mega cool, hat es gesagt. Aber Platz fürs Zelt ist eigentlich nicht. Wenn wir draußen schlafen, sind da keine Mücken da, oder? Nein, also bisher habe ich noch keine einzige gespürt. Geil, mit so einem Wieschen. Hier so zwischen, zwischen Block und... Ja. Okay, ist gekauft. Faust. Ach so, wir müssen die Bikes noch her. Ja, ja. Dieses mega touristische Ardèche, das ich heute gefahren bin, und ich gedacht habe, oh Gott, das haben wir hier weg hier. Das ist jetzt doch gemütlich hier. Es ist total gemütlich. Ich muss nur aus dem Vallon d'Arc und dem Hauptbeach raus und hey, da sind 500 Campingplätze, einer nach dem anderen. Ich dachte erst, dieser ganze Ort ist ein einziger Campingplatz. Ja, so schaut er auch aus. Den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Ich hoffe, die Ardèche steigt nicht heute Nacht. Wir haben immerhin 10 cm Puffer. Das muss reichen. Hier wohnen wir. Das sind anderthalb, oder? Ja. Kein Wunder, dass mein Rucksack so schwer ist. Da sind mehrere von denen drin. Zwei, genau. Und du hast gesagt 4 Liter. Milchreis, nein, Joghurt. So. Ich muss für heute Abend, morgen früh und morgen Mittag auf dem Fluss ausreichen. Mhm. Es wird es. Ich glaube, wir können noch 2 Nächte bleiben. Dreh dich mal um, das ist ein schöner Sonnenuntergang hinter dir. Schönes Camp, oder? Das ist ja fast unser bestes Camp. Ja, ich glaube auch. Ja, warte mal ab, wenn in der Nacht dann die Moskitos kommen und der Sturm und der Regen und die Ardèche steigt. Dann freuen wir uns vielleicht nicht mehr so über den tollen Platz. Nein, der ist super. Punkt. Claudia, lassen wir das jetzt einfach hier so in der Pampa liegen? Wir vertrauen jetzt einfach mal auf das Video. Ich hoffe, der Driver kommt nachher wirklich und bringt die Räder den Fluss runter. Denn wir gehen jetzt mal paddeln. Ich kann das nicht, Claudia. Du kannst es viel besser als ich. Komm, wir nehmen jetzt mal dieses Ding und schmeißen es ins Wasser. Gleich meine Füße nass. Stefan! Scheiße! Paddeln mit Borisch. Ja, stell dich mal rein. Ich halte es ein bisschen. Man merkt, das ist nicht unser Metier. Kurze. Ja. So, warte, ich möchte auch noch mit. Huhu! Paddel mich mal los. Halt, meine Schwimmweste ist noch nicht zu. So, jetzt kann es losgehen. Huhu! Hast du den Griff, Claudia? Ich bin ja wirklich gut. Wuhu! Guten Morgen. Die ersten aufregenden Minuten kann man endlich mal durchschauen. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch lieber mit meinem Mountainbike und so. Aber ein Tag Abwechslung tut auch mal ganz gut. Wenn du mich nach 5 Stunden fragst, dann bin ich wahrscheinlich anderer Meinung. Ja. Jetzt paddeln wir jedenfalls mal die Ardèche runter und hoffen, dass am anderen Ende unsere Bikes auf uns warten. Das war etwas chaotisch. Geht's aber ein bisschen schneller, Claudia. Wir sitzen auf dem Boden. Ah. Ja.
Mal schauen, ob du mich ziehen kannst. Wenn du mich wieder schiebst? Nee, heute nicht. Ich meine, jetzt nicht. Ja, 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 stärker, fester, härter. Treiben lassen ist auch nicht schlecht, aber es funktioniert nicht auf Dauer. 5 Stunden paddeln, wer hat sich denn dafür eingetragen? Meine Arme sind schon nach 20 Minuten etwas. Das haben wir halt nicht gewöhnt, oder? Aber die Optik ist ja mal eine andere, das ist auch schön. Ich filme einfach mehr und lasse die Claudia mehr paddeln. Das ist hier die Arbeitsteilung. Na dann. Zeit für die Jacke. Nein, Stromschnelle. Danach. Juhu. Machen wir mal ein 360 bitte. Claudia kämpft noch ein bisschen mit den Richtungen. Aber das wird schon. Ja, ich glaube, der 360 klappt. Und was sagt die Vogelbeobachterin? Da müssen bestimmt viele Vögel. Geht es auch etwas detaillierter? Ich glaube, es ist die Sevennen-Schluchtschwalbe. Beschwer dich, wenn sie dir gleich auf den Kopf steigen. Ja, wir sind ja unter einem Überhang. Uah, Claudia! Haben wir gerade beide nach oben geschaut, oder? Beide nach oben geschaut und volle Kanne. Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Paddel. 20 Harte. Und links, rechts, links, rechts, links. Okay, es reicht schon. Rückwärtsfahren ist auch lustig, oder? Deswegen der Fluss. Ist auch zu wenig anstrengend. Ja. Deswegen der Fluss ein bisschen fließt. Oh, Schatten. Oh. Hübsche Felsen haben es schon hier am Rand. Aber immer noch kein Radweg. Langsam wird der Fluss ein bisschen voller. Nicht, dass er irgendwann mal leer war. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Es wird auch höchste Zeit. Ups. Ganz schön hart. Oh Mann. Okay, hat alles geklappt. Wir haben sie einfach da oben im Gebüsch liegen lassen und jetzt sind sie hier. Perfekt. Mal schauen, ob die Claudia noch Radfahren kann oder ob sie nur noch Paddelbewegungen macht. Da weiß erst wieder richtig zu schätzen, wie leicht Radfahren ist. Halt, warte, hier links rein. Die Navigation war auf dem Fluss ein bisschen einfacher. Das stimmt. Guten Morgen. Ich glaube, Kettle will was am Ardèche-Markt einkaufen. Oh, was gibt's denn hier? Brutzelt schon die Paella zum Frühstück oder wie? Nein, wir können nichts einkaufen. Wir haben keine schweren Steine, meinst du, oder? Jedes Gramm ist zu viel. Auch keine leichten Steine. Aber auch keine, ja, Tomaten schon eher. Aber Hüte nicht. Auch keine Sonnenbrillen und auch keine Handtaschen. Das muss dir unendlich schwer fallen. Hinter der Ardèche beginnt das flache Land. Claudia freut sich auf eine Tagesetappe, 100 Kilometer Tempohärte über die Rhone rüber in die Alpen. Ja, Tempohärte. Das ist jetzt hier das Goodbye
Auf Wiedersehen, Ardèche. Schön war's. Ja, bisschen voll. Tja, schaut aus, als würden wir die Rhone überqueren. Nur kurz auf dem Rhone-Radweg. Wir wollen eigentlich nur queren. Aus den Cevennen möglichst schnell in die Alpen rüber. Stromtrassen, Bahnlinie, Autobahn, Schnellstraßen. Da muss man halt durchs Rhonetal. Aber ich glaube, es ist nur 20 Kilometer davon und dann wird schon wieder nett. Sodala, hier bitte zum Fluss vor und dann haben wir 1 Kilometer Zeit, die perfekte Kiesbank zu finden. Beziehungsweise zu schauen, ob sie in echt genauso schön ist wie am Satellitenbild. Hier an den Steinchen vorbei ist schon mal perfekt. Kommt kein Auto mehr durch. So, kleine Gewässerdurchquerung. Ich bin gerade beim Decathlon für 6 Euro, glaube ich. Neue Latschen gekauft. Die sind total leicht. Claudia hat gesagt, ich muss sie kaufen. Jetzt werde ich sie gleich mal zur Flussüberquerung benutzen. Da drüben ist nämlich eine Schlafkiesbank. Irgendwie hinkommen. Ja, wie praktisch. Könnte echt schlechter sein. Café-Olé. Oh, bitte, ja. Noisette. Chocolat Chaud. Irgendwas. Alles auf einmal. Alles auf einmal. Kettle kommt zum Abendspaziergang. Das mit den 25% Anfahrt hatte ich zu erwähnen vergessen. Die Franzosen schlachten aber auch jeden Felsen aus hier in der Schlucht. Bonjour. Baut eine Treppe rauf und verlangt Eintritt. Warum nicht? Die hat gesagt, ich darf die Haare nicht filmen. Da. Mann. Nein, ist auch nicht gut. Da sieht man die Fingernägel. Die sind die hier. Und dann gehen wir natürlich außen am Geländer. Bist du der... Nein, du bist anderer Ansicht. Ja. Warum? Weil ich ein Mädchen bin. Ah. Möglicherweise ist dein Weg der leichtere. Ja. Das wird immer schmäler. Und jetzt? Ja. So. Können wir jetzt mal weiter radeln. Ja, man macht wirklich nicht so ein Blödsinn. Das sind noch 100 Kilometer. Oder vielleicht nicht zu viel. Hier ist zu schön, um einfach nur durchzurasen. Ja.